Worte, aber dafür ein Filmchen. Schön Elektro-Dessen, genau. Da steht das Fernsehen. So, jetzt müssen wir erstmal warten. Der Ofen, und da wollen wir mal gucken. Hier, drei Stück für 3,99 und dann ein bisschen was drauf. Veredelung der Aldi-Pizza. Drei Stück, und natürlich eine im Laden bzw. im Restaurant wahrscheinlich 10 oder 12 Euro zahlen oder noch mehr. Haha, das gibt eine leckere Pizza wieder. Entsprechend später. Milliarden Euro. Finanziert werden soll es mit Hilfe der Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen. Mit dem Geld kann die Ukraine neue Waffen und Munition kaufen oder auch den Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur bezahlen. Seit Kriegsbeginn sind rund 300 Milliarden Euro an Vermögen der russischen Zentralbank in den G7-Staaten und der EU eingefroren. Briefe in Deutschland dürfen ab dem kommenden Jahr länger unterwegs sein. Der Bundestag hat das neue Postgesetz beschlossen. Finn Riebesel mit den Einzelheiten. Danach sollen 95% der Standardbriefe am dritten Werktag zugestellt werden. Aktuell gilt das für den zweiten Werktag. Für die ersten beiden Tage gibt es künftig gar keine Vorgaben mehr. Die Post kann dadurch ihre Kosten senken und die Umwelt wird entlastet, weil Briefe nicht mehr per Flugzeug schnell hin und her geflogen werden müssen. Außerdem sollen sich mit der Reform des Postgesetzes auch die Arbeitsbedingungen verbessern. Möglichkeit das, weil es die sogenannte Konjunkturkomponente bei der Schuldenbremse gibt.
Wer nicht weiß und weiß, dass nicht weiß, der weiß mehr als der nicht weiß und nicht weiß, dass nicht weiß. Sicher ein frei interpretiert Sokrates Zitat eins mir unbekannt. Wie hat er das denn wieder gemacht?